Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung der Zeitzer Lupe, dieses Mal aus dem Zeitzer Studio. Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken über die große Resonanz, die unser Film vom Altmarkt ausgelöst hat. Das ging so weit, dass wir damit nicht nur regional bekannt sind, sondern sogar der MDR und der RBB dieses Thema aufgegriffen und gesendet haben. Also für Ihr Interesse erstmal recht herzlichen Dank. Die Frage ist natürlich, ob das ein Stadtmarketing im richtigen Sinne ist oder ob es denn vielleicht positive Nachrichten in Zukunft aus Zeitz gibt. Noch einmal zum Thema, eine kleine Klarstellung. Es ging mir mit dem Beitrag nicht darum, dass die Parkmarkierungen als solche schlecht zu erkennen sind, sondern lediglich, dass die Pkw-Führer und die Parkplätze suchen, trotzdem sie ein Ticket gezogen haben, ein Ordnungsgeld oder ein Verwarngeld von der Stadt bekommen haben, weil sie irrtümlicherweise neben diesen Markierungen stand. Insofern ist eigentlich die Frage berechtigt, wozu ist diese Markierung generell benötigt. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein kleines Schmankerl oder nochmal ein kleiner Rückblick. Am letzten Freitag fand im Zeitzer Theater Capitol eine Veranstaltung statt. Und wir haben auch da wieder gefilmt, wie viele Fremde und auch Zeitzer versucht haben, einen Parkplatz zu finden. Welche Veranstaltung gehen Sie denn heute? Zur Travestie-Show. Ich wollte fragen, ob Sie gemerkt haben, dass Sie im Parkverbot stehen. Ach so, nee, also ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich im Parkverbot stehe. Ich bin sogar Zeitzer und habe gedacht, oh, mit meinem kleinen Auto passe ich jetzt noch hierher. Aber tja, Sie haben mich jetzt erst eines Besseren belehrt. Besucher, die dorthin kamen, standen generell auf dieser Fläche, wo man überhaupt nicht parken darf. Dieses soll es zum ersten Teil gewesen sein. In dem Sinne, Ralf bleibt dran. Wir werden uns der Sache weiterhin annehmen und schauen mal, was draus wird. Der zweite Punkt ist die Schwimmbaderöffnung. Am letzten Freitag, 14 Uhr, wurde die Schwimmhalle wieder für die Besucher freigegeben und gleichzeitig dem Bad der Name Albinäter Bad verliehen. Näther ist unverrückbar mit der Zeitzer Geschichte verwoben. Durch die Kinderwagenproduktion, später dann Zekiwa. Nur leider befindet sich Zekiwa inzwischen nicht mehr in Zeitz. Er bot den Bürgern von Zeitz damals erstmals die Möglichkeit, auch im Winter schwimmen zu gehen. Das ging bis dato nicht. Und zugleich ist das auch eine Ehrung seines Bruders, der es eben nicht nachtun wollte und ein paar Jahre später, das war 1906, dieses hier ist 1915, ebenfalls etwas für die Jugend tun wollte. Denn Schwimmen ist auch, war auch damals schon in erster Linie was für die Jugend und dieses Jugendheim dahin setzte. Zum dritten Punkt noch ganz kurz. In der letzten Woche tagte wieder mal das Weihnachtsmarktkuratorium. Es wurde beschlossen, den Weihnachtsmarkt auf dem Rossmarkt stattfinden zu lassen. Insofern für mich persönlich etwas schade, da der für viel Geld sanierte Zeitzer Altmarkt dann wieder einfach nur eine Begegnungsstätte für PKWs sein wird. Ich hoffe, dass die Stadt als Veranstalter des Weihnachtsmarktes diesen zu einem wirklich schönen Ereignis und Erlebnis für die Zeitzer werden lässt, dass er sprichwörtlich aus allen Nähten platzt und auch der Altmarkt in Zukunft wieder zur Veranstaltungsfläche hinzugezählt werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Ralf.